Ich bin bereit. Sehr gut. Also ich lese einmal die Frage vor, das ist ein kleiner Text. Mein Problem ist, dass ich großen Angst vor Kufur habe. Salam, Vater, ich vergesse mal. Indem ich Schirk oder etwas anderes mache. Ich bin vor 2 Jahren zum Islam konvertiert, Alhamdulillah. Ich denke, ich habe in diesen 2 Jahren Kufur begangen, da ich manchmal ohne böse Absicht und eigentlich auch mit einem schlechten Gefühl unsere Religion zu locker genommen und Scherze gemacht habe. Und ich dachte nun, ich bin wieder aus der Religion raus. Dann in Klammern Surah 9, Vers 65, ein Beispiel zu dieser Angelegenheit. Wie mache ich richtig Taube? Also eigentlich geht es darum, kann ich wieder mit ruhigem Gewissen Muslim sein? Ich habe immer noch so oft Zweifel, ob meine Reue angenommen wird. Und welche Arten von Schirk und andere Dinge, die einen aus der Religion werfen, gibt es noch? Zweifel an Taube ist kein Taube. Wenn du an deinen Taube zweifelst, das heißt, du hast kein Taube gemacht. Wenn du Taube machst, dann musst du sicher sein, es ist Taube und es ist angenommen. Wenn du dran zweifelst, genau wie du zweifelst an das Gebet, ob das Gebet richtig ist oder falsch ist, dann ist das Gebet falsch. Aber vorweg erstmal das, was Shaitan immer versucht, dich dran zweifeln zu lassen, ob du Taube gemacht hast oder nicht Taube machst. Aber das ist eine Sache, die in deiner Absicht drin ist, das weißt du. Und lass dir auch nicht einreden da drinnen, dass was in deinem Herzen ist, in deinem Herzen. Und das weißt du ja auch, weißt du? Inshallah, und Tauba ist egal, was du gemacht hast, von dieser Sache ist auch Reue. Und auch Tauba ist auch angenommen und so weiter und so fort. Solange oder sofern du den Propheten nicht beleidigt hast, oder Allah nicht beleidigt hast, oder das Buch Allah nicht beleidigt hast und so weiter und so fort. Selbst denn sollen die Taube wird dann auch trotzdem erwünscht, beziehungsweise ist Pflicht und wird inshallah dann von Allah angenommen. Nun geht es darum, was dazu führt oder was, oder das ist alles, wenn man in Raffle ist, wenn man abgelenkt ist, wenn man in Koma, sagt man ist, oder was auch immer, dann natürlich im Falle. Und das ist natürlich, wo der Iman, ne, weil der Iman bei uns ist ja immer so, ne, hoch und runter, hoch und runter. Ja, das ist immer so, passiert immer manchmal, oder das passiert meistens da, wo der Iman gerade am niedrigsten Punkt ist. Ja, wir haben aufrichtige Taube, dass man dann von Allah subhanahu wa ta'ala, dann Astaghfirullah wa atubu ilayh, dass man aus dem Islam raus, das ist jetzt eine andere Masala, wo ich jetzt nicht denke, das ist jetzt hier, dass er jetzt so eine, oder derjenige, der Fragende, für mich ist er eigentlich eine Sündige und er kennt ja die Sünde an und er bereut es ja und dementsprechend, also muss jetzt nicht hier. Ich weiß ja natürlich nicht, nochmal, ich weiß nicht, in welchem Grad er sich lustig gemacht hat. Weil das ist ja, jede Grad ist ein anders. Das muss er eigentlich dann uns genauest erklären, was er gesagt hat, damit wir auch genau wissen, wo er gerade steht. Ja? Aber ich sage jetzt allgemein, ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht direkte Beleidigung oder sie oder wie auch immer. Also einfach, wie gesagt, er ist noch immer im Islam drin, also er ist Muslim immer noch, die Taube inshallah wird angenommen und er soll nicht dran zweifeln, denn Zweifeln an die Taube annulliert die Taube. So wie Zweifel an das Gebet annulliert das Gebet. Und was denn noch an Schirkiyat oder Kleine oder Schirk oder was weiß ich, was einem aus dem Dien schmeißt, inshallah, kann man im Internet lesen. Das sind viele Sachen, die man berücksichtigen kann und muss, damit man dann auch nicht in Schirk fällt, ohne dass man wollte oder mitkriegt. Allah.